Daheim wartet auf die Fellas eine dreckige Wohnung. Deshalb gehörten zum ersten Einkauf auch Putzmittel. Was brauchst du hier? Das kannst du mit rübernehmen. Das kannst du gleich hier lassen. Für unser Frühstück? Hast du überhaupt die Banane? Die hast du. Nee, die hast du. Dann ist sie da. Okay. Und du gesagt, dass du dreckst, dass er nicht verknallt wird. Ja. Gummihandschuhe. Sowas eben halt wirklich so, dass wir beim Essen gespart haben für das Abendessen und fürs Frühstück. Und halt wirklich mir am wichtigsten erstmal Putzmittel waren und ein Raumspray. Ja, und da konnte ich auch nicht zum Markenprodukt greifen, sondern habe hier dieses Billigzeug, was wie Mottenkugel im Grunde genommen gerochen hat, gekauft. Guck mal, schön ihr zwei, ne? Prima. Ihr habt wenigstens ein schönes, sauberes Bettchen. Nein, der Hund hat keine Erziehung von dir gekriegt. Ich weiß. Guck dir mal den Hund an und guck dir das an. Ich weiß. Ja. Sei Dank, dass du keine Kinder gekriegt hast, das sage ich dir. Gott sei Dank. Ja, oder? Es ist so. Alles gut, Joyce, leg dich. So, noch nicht mal Kissen. Und das ist unsere Decke? Haben wir eine oder zwei? Ja, eine. Gott, der Friedrich, ja. Du wirst doch nicht denken, dass ich mich heute Nacht hier ausziehe und im Schlafanzug in den Dreck gehe. Willst du mit dem ganzen Klamotten? Ich schlafe in den Klamotten und tue meine Strümpfe über die Hose drüber. Bis ich morgen irgendwas hab, wo ich... Oh Gott. Meine beste Freundin, die Astrologin, hat mir noch mal komplettes Horoskop gemacht. Und die hat zu mir gesagt, wenn das beginnt, euer Experiment, stehen die Wolken schwarz, schwärzer am allerschwärzesten. Die vorhergesagten schwarzen Wolken sind schon bös gekommen. Ne? Wie wir den Plattenbau gesehen haben, die Wohnung, ne? Was man für Leute so kennenlernt. Ne? Es ist schon ein himmelweiter Unterschied zu unserem Leben. Also ich glaube schon, dass wir hier schlafen können, aber einfach aus dem Grund, weil wir fix und fertig sind. Allerdings, wenn ich heute die Möglichkeit hätte, hier abzuhauen, ich würde es sofort machen. Machen sie aber nicht. Und gegen die ersten Sorgen gibt es ja Büchsenbier, 29 Cent das Stück. Die Fellas sind endgültig im Sozialexperiment angekommen. Ich wollte schon immer in einer Siffbude Bier trinken. Was ein Tag, diese Fahrt hierher. Dann diese Bude, dieses Haus. Und dann dieser Weg durch dieses ganze Gewudel hier. Hilfe. Die versiffte Matratze, ne? Dann der Umschlag, die schlechte Nachricht, dass wir nur so wenig Geld kriegen für 3 Wochen. Ne? Es war schon echt Horror, sag ich dir. Und das war erst der Anfang. Ui, können wir bald ins Bett, Schatz, ne? Aushalten oder abhauen. Leben mit Hartz IV in Berlin oder mit Luxus in der Heimat Franken. Genau darum geht es jetzt. Zurück beim Hartz-IV-Fürsten und seiner Silvia auf dem Campingplatz. Jetzt haben wir gar nicht an die Koffer gedacht. Wo sind die? Hoffentlich hier. Deine Jacke. Um Gottes Willen. Schreib's einfach rein, die 10 Euro. Ich hol jetzt was zum Trinken. Es regnet wie verrückt. Jetzt laufe ich auch noch durch den Matsch. Oh mein Gott. Ich bin gleich wieder da, Silvia. Okay. Was kostet eigentlich ein Zelt ungefähr? Ein vernünftiges 100 Euro. Und ist das mit Bettdecke, Matratze und so weiter? Alles. Nackter Fußboden. Da ist nichts drin? Nein, gar nichts. Unten dann dasselbe. Kannst du mal eins aufmachen, bitte? Nochmal dasselbe. Und kann man das mieten, so ein Zelt auch? Nein. Aber vielleicht kann ich von jemand anders eins organisieren. Ja, das würde ich gerne mieten, ein bisschen größeres für 2 Teenies. Die sind ja schon 16 und 15. Ja, dann muss ich morgen eins organisieren. Mensch, aber sagst du einen Preis vorher? Bin ich traurig, jetzt da gar nichts mehr bei dieser Hartz-IV-Sache da. Ein Zehner. Zum Leihen. Es ist richtig, dass ich kein Camper bin. Da fliegen wir halt hin, irgendein 5-Sterne-Hotel. Da wird man umhatschelt, umtätschelt. Man hat alles, was man will. Da genügt ein Knopfdruck, dann kriegt man auch alles, was man will. Man ist abgesichert und kann es genießen. Und dann hole ich mir einen Chauffeur und der fährt uns dann noch mit dem Auto durch die Gegend und ich kann mal angucken, was Sache ist. Das ist interessant. Während Silvia sich um das neue Liebesnest kümmert, macht Heinz sich ganz andere Sorgen. Wenn es in der Nacht so stark regnet wie jetzt und ich muss, reden wir mal Worst Case, Pipi machen. Ja. Dann gehe ich doch hier auf dieses Klo. Ja, natürlich. Bei starkem Regen in der Nacht. Leider ja.
Bitte schön. Das tust eine Kaffeekasse, weil du mir da mit den, das finde ich ja nett, mit diesem Zelt, dass wir da für 10 Euro Leihgebühren kriegen. Danke recht herzlich. Ich gebe mein ganzes Leben Trinkgeld und da ändert auch Hartz IV nichts dran. Hartz IV kann den Heinz auch nicht ändern. Trocken geht es für Heinz nun zum Boxenstopp. Ich mach ganz kurz Pipi, weil dann spare ich meinen Weg beide noch mal da in der Nacht. So, jetzt aber. Das riecht schon sehr streng. Die Nutzung der Toilette ist frei. Einmal 6 Minuten lang duschen kostet 50 Cent. Das sind ungewohnte Auflagen für den fürstlichen Körper. Ich mag keine öffentlichen Toiletten. Ich mag keine öffentlichen Duschen. Das bin ich nicht. Vielleicht bin ich da ein Luxusbaby, aber wenn es so ist, dann stehe ich auch dazu. Ja? Ich gehe nicht über eine Wiese, über Stock und Stein, um da irgendwie zu duschen und so weiter. Das ist, für mich ist es wirklich nicht gut. Es ist schrecklich. Das Luxusbaby Heinz muss sich umstellen, wenn er die nächsten 3 Wochen nicht zur Stinkbombe werden will. Also dann doch Vorhang zu und Hüllen fallen lassen? Es bleibt spannend. Komm mal vor, wie ein benutztes Kleidungsstück, wie eine Unterhose, die jetzt in eine Waschmaschine muss, wo Münzen reingeworfen werden. Das kommt mir hier so vor. Aber es ist sauber. Es ist sauber hier. Man muss ja auch mal was Positives sagen. Sagen ja. Aber nun muss der Fürst sich den Umständen auch stellen. Wird er das schaffen? Mit bestem Beispiel geht seine Millionärsfreundin Silvia voran. Sie scheint sich schon fast wie zu Hause zu fühlen. Heinz dagegen? Die Silvia lacht den ganzen Tag und das macht ihr eigentlich das Herz auf. Aber dass sie in solchen Krisensituationen auch noch lacht, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich sehe die Sache schon eher als ernst an und sie ist ja ernst und das spielt mir ja nicht. Ach, da ist ein schöner Topf oder ein 20, 30 Jahre altes Waschmittel, das interessiert wirklich nicht. Es geht jetzt um ganz wichtige Dinge, die man effizient erledigen muss. Und die muss man erledigen. Wenigstens habe ich schon mal einen Schirm und ein Zelt besorgt. Also müssen wir 10 Euro zahlen dafür. Aber ich muss jetzt Schlafsäcke und Luftmatratzen kaufen. Und die Hose rutscht auch. Für eine neue Hose wird in den nächsten Wochen vermutlich kein Geld übrig sein. Silvinka, ich habe einen Schirm besorgt. Tu's rein, bitte. Okay. Danke. So, Schirm haben wir. Die ist offen. Die sind noch zu. Aha. Weißt du was, ich gehe jetzt ins Bett, ist mir wurscht. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich jetzt in Berlin oder wo. Du, ich leg mich jetzt da rein, ist mir wurscht. Oh mein Gott. Au, au, au. Ah. Oh, jetzt habe ich mir den Kopf angeschlagen. Du. Naja, was soll das? Was machst du denn? Liest. Ich weiß nicht, was ausgeht, Schatz. Ja. Du, wenn du noch gehen musst auf die Toilette, in die Dusche, ich geh mit dem Regenschirm. Aber ich bin so müde jetzt, warte noch eine Viertelstunde. Mhm. Ja. Hier im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf leben die meisten Hartz-IV-Empfänger der Hauptstadt. Gestern sind 2 neue dazugekommen. Matthias und Hubert Feller von der Luxusvilla in die Platte. Guten Morgen. Das klingt ja freundlicher als erwartet. Mal sehen, wie es den 4 Fellers wirklich geht. Seit gestern lebt das Promi-Ehepaar auf 60 Quadratmetern. Keine Villa, keine Luxusbetten. Die erste Nacht des neuen Lebens hat Spuren hinterlassen. Ich bin so geredet. Diese Nacht auf dieser Matratze, das war echt die Krönung. Also keine richtige Bettdecke, kein Kopfkissen und die Helligkeit und frühest noch. Und nicht, dass man irgendwie es ein bisschen dunkel hat. Also ich bin fix und fertig noch. Mein Kreuz tut weh. Es war kalt, es hat die Fenster vorhin alle aufgehabt. Mich hat es gefroren mit so einem dünnen Teilchen da. Es ist gar nichts. Mich schüttelt es auch irgendwie überall. Also mit Duschen ist halt auch noch nichts. Heute gibt es Deo statt Dusche, weil ich habe ja noch nicht mal was zum Abtrocknen bis jetzt da. Deo statt Dusche ist nicht das einzige Problem. Denn die Hunde spielen verrückt.
Die Joyce ist die ganze Nacht gedippelt. Dauernd so hat sie uns geweckt. Der Amore kam dann zum Kuscheln. Der ist dann drüber zu Matthias. Sie ist dann bei Matthias unter die Decke gekrabbelt. Boah, nein, Joyce. Na guck, siehst du ja, die hat keine Sekunde Ruhe gehabt, weil es halt so hell ist. Weil wir schlafen daheim dunkel. Na, da ist Feierabend. Wenn dunkel ist, ist Feierabend. Da haben ja die Lichter sogar durchgeleuchtet. Und dann haben wir noch einen Sternenhimmel da oben. Länger als 3-4 Stunden habe ich nicht geschlafen. Und wir werden bestimmt auch so fertig ausschauen, oder? Was den Hunden definitiv egal ist. Joyce und Amore wollen vor die Tür. Oder doch lieber nach Hause? Ach nee, du, es geht noch nicht heim. Es geht erst mal Gassi hier. Im Luxusviertel. Bring mal eine Runde. Ich glaub dir da, die Faxen, Dick, die will auch schon heim. Joyce, wir gehen, Gassi. Komm. Komm her. Weißt du was, dann kann ich, auch wenn ich dem die türkise Leine, dann gebe ich dem auch das türkise Halsband. Das sieht ja sonst aus, als wäre ein Köter von hier. So, ich geh jetzt mit den Hunden. Gassi. Und ich mach Frühstück. Und du machst mal Frühstück, ne? Im Bett aber bitte. Ich möchte im Bett. Ja, woanders, da können wir, glaube ich, schlecht frühstücken. Höchstens, wir können Stehkaffee im Dings machen. Stehkaffee im, in der Küche. Allerdings ohne Kaffee. Als Promis auf Hartz IV sind die Zeiten von Glanz und Gloria eindeutig vorbei. Wir gehen nochmal auf die Wiese, ne? Ja, erste Gassi-Runde, wenn du dann so hochschauen musst, ne? Es ist schon gewöhnungsbedürftig, ne? Wenn du die Hochhäuser, die Blocks siehst, ne? Es ist halt was ganz anderes, wie wir wohnen hier, ne? Ja, komm, geh mal auf die Wiese. Komm her. So. Aber du müsstest mal ein Häufchen machen vielleicht, ne? Mal ein Häufchen machen. Hast du jetzt ein Häufchen gemacht, Lene? Komm, auf. Ja, sehr schön. Das ist fein. Ui, da kommt aber auch nicht viel, ne? Egal wie klein das Häufchen ist, Hubert will sich auch in der Platte an die Grundregeln eines Hundebesitzers halten. So, du musst auch noch ein Häufchen machen, Amore. Zu. Es ist zugesperrt. Leck mich doch am Kittel. Jetzt ist das ja noch zugesperrtes Papier. Das habe ich auch noch nicht erzählt. Bei uns gibt es sowas nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einen Schlüssel haben für irgendeinen Müll. Ich habe auch noch nicht überlegt, wo ich dann unseren Müll hinbringe. Wenn die alle zugesperrt sind, müssen wir ja gucken, dass wir den irgendwo entsorgen dann. Ah, da vorne steht aber am Apfeleimer. Für Hubert ist klar, auch wenn man arm ist, kann man seinen Dreck wegräumen. Morgen. Auf zum Erstkontakt für Hund und Hubert. Na komm. Mit direkten Plattenbaunachbarn. Wir gehen noch ein Stückchen weiter. Sag mal schön grüß Gott. Joyce, sag mal schön grüß Gott. Hallo. Morgen. Hallo, guten Morgen. Ach, ich hab mal eine kleine Frage. Die ja. Mülltonnen hier sind alle abgesperrt. Muss man da einen Schlüssel haben? Weil wir ja, wohnen ja davon. Einen Schlüssel haben. Brauchen so ein Schlüssel hier. Der Haustürschlüssel. Der Haustürschlüssel. Ach, der Haustürschlüssel, der geht auch für die Müll. Ja. Super, dann bin ich auch schon wieder eins weiter. Wir sind nämlich jetzt für 3 Wochen da vorne eingezogen. Mal schon gehört. Ja. Ach, habt ihr schon mitgekriegt? Hat sich schon rumgesprochen oder was? Ich habe noch mal eine Frage. Ja. Wo kriegt man günstige Möbel? Na, da gehen Sie hier mal gleich, wenn Sie jetzt hier rauskommen. Ja. Sehen Sie doch diesen Flachbau. Ja. Da gibt's allerdings alte Möbel und ja. Die brauchen ja nur vorübergehend. Ja, wir brauchen nur für 3 Wochen. Wir brauchen gehen nur für 3 Wochen. Mal dahin, vielleicht kriegen Sie da was. Ja, okay. Dann vielen Dank. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ne? Ja, ebenfalls. Danke, tschüss. Zurück im neuen Hartz IV zu Hause erwartet Hubert nicht gerade sonnige Stimmung. Es schüttet aus einem. Ich war richtig. Ja, ich sehe es. Es ist total sicher. Ich sehe es, wie der Hund aussieht. Ha? Ihr schaut aus. Und die Hunde sehen alle beide aus wie die Sau. Und ich hab nix hier. Ja, nee. Ja, ich weiß es. Da muss man auch auf dem Bürgersteig mit den Hunden laufen und nicht keine Ahnung wo. Matthias, ich bin nur auf dem Bürgersteig gelaufen. Ich war nicht auf der Wiese. Die Joyce hat einmal die Wiese, die hat auch mitten auf dem Bürgersteig gekackt. Die war nicht auf der Wiese und da war auch nicht.
Naja, in Berlin-Hellersdorf ist das für Hubert keine Wiese. Das war eigentlich wie zu Hause auch. Also das geht ihn alles nichts an. Also er steht da wirklich dann mit verschränkten Armen da und ja, überlegt und denkt sich so, naja, lass die mal machen. Aber auch Hubert kennt seinen Matthias. Er schweigt lieber und geht zur Tagesordnung über. Ach, mein leckeres Frühstück. Ein Bananchen. Das Frühstück könnte üppiger sein. Aber vorerst will Matthias vom Regelsatz nur 11 Euro am Tag pro Person für Lebensmittel ausgeben. Schmeckt's denn? Bin begeistert. Heute Eierwaffeln, gestern noch Häppchen mit Lachs und eiskaltem Champagner. Kein Wunder, dass Matthias sich festbeißt am Hundeproblem. Die Hunde gehen nicht mehr raus, wenn es regnet. Guck dir mal an, wie die Hunde aussehen. Was sollen sie in die Wohnung machen? Nein, ich habe keinen Föhn hier, ich habe keine Handtücher, das geht so nicht. Ja, was willst du aber machen? Sollen sie reinmachen? Guck dir mal den Teppich hier an, da kommt es auf die Scheiße und Pisse nicht drauf an. Zur allergrößten Not muss ich wirklich hier irgendwo Zeitung auslegen, wenn es regnet. Und dann müssen sie halt wie eine Katze auf ein Katzenklo gehen. Leben mit Hartz IV heißt Kompromisse machen. So, jetzt haben wir kein Handtuch. Oh, jetzt fehlt auch was. Scheiße. Die Vierbeiner der Fellas kommen in einen ganz besonderen Genuss. Trockenreiben mit Designerjacke. Schließlich gibt es auch für sie noch keine Handtücher. Tja, mehr haben wir nicht, ne? Da sieht das Leben in ihrer Luxusvilla in Hammelburg ganz anders aus. Aber die Fellas sind nun zwei von fast 4 Millionen Hartz-IV-Empfängern in Deutschland. Für die nächsten Wochen haben die beiden nur noch knapp 450 Euro. Mein Horrortrip. Immerhin gibt es fließend Wasser. Und geputzte Zähne und eine eingecremte Haut sind vielleicht schon etwas Balsam für die geschundene Seele. Das können ja 3 Wochen werden. Mein Handtuch ist hier nix. Oh Gott. Ui. Oh Gott, meine arme Haut. Ja, bereit für den roten Teppich. Ob das auch für Hubert reicht? Denn ihn plagen andere Sorgen. Du bist ja schon wieder trocken, das passt doch schon wieder. Mein Schatz, ne? Alles gut. Ich denke schon, dass das eine Herausforderung für die Partnerschaft wird. Und ich denke auch, dass es krachen wird. Weil ich glaube, dass der Hubert mich, was das Experiment angeht, komplett falsch einschätzt. Ja? Ich habe Respekt vor diesem Experiment. Ich habe einen Plan, den ich verfolge und den ich mir auch nicht kaputt machen lasse. Und genau das wird Matthias seinen Hubert sehr schnell spüren lassen. Wird damit die Beziehung der beiden auf die Probe gestellt.